Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von So Clever. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung, schon ein bisschen ungewohnter Titel, So Clever, Clever. Und es ist ein Spiel von François Romain, 3 bis 6 Personen, ab 10 Jahre, 30 Minuten, Repos im Vertrieb von Asmodee. Und wieder so ein Assoziationsspiel, wenn es um Wörter geht. Mensch, da gibt's doch schon so vieles. Ich erinnere mich jetzt nur an Codenames, sehr beliebt, ausgezeichnet. Und Just One, übrigens, das quasi als Nachfolger von Just One. Und genau das Spiel möchte ich anschauen mit euch. Ich möchte euch die Abläufe erklären und abschließend gibt's das Fazit. Und was ihr zum Spielen benötigt, das seht ihr schon mal hier. Das heißt, jeder nimmt sich so ein Kleeblatt, nimmt sich so einen Stift, abwischbar natürlich, und ja, es fehlen noch Karten. Und die Karten, die liegen hier aus und das machen wir jetzt einfach mal exemplarisch. Das heißt, 4 Karten, zufällig werden die jetzt hier in dieses Raster dann angeordnet. Und dieses Tableau nimmt natürlich jeder für sich vor sich. Das heißt, die anderen dürfen das nicht sehen. Das heißt, ich nehme das vor mich und man ist sowieso auf sein Tableau konzentriert. Und das sind jetzt die Begrifflichkeiten, die jetzt hier notiert wurden. Und ich werde nachher ein paar Bilder einblenden, dann seht ihr dann auch, wie das von der Beschriftung her abläuft, was die einzelnen Partien angeht. So, und jetzt habt ihr die Aufgabe, 4 Begriffe hier hinzuschreiben, ein Wort hinzuschreiben. Es sollten keine 2, 3 Worte oder ein Satz sein, es sollte ein Wort sein. Ihr könnt es ein bisschen weiter auslehnen, aber streng nach Anleitung quasi eine Begrifflichkeit. Und wenn ich jetzt hier habe, Bruder und Masse, muss man hier einen Begriff reinschreiben. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Ihr seht es auch nachher an den Bildern. Und hier müsst ihr ein Wort einschreiben, was zu Schuppen und Rübe passt. Und hier Kaffee und Feuerzeug. Kaffee und Feuerzeug. Ein Begriff. Vielleicht fällt euch auch einiges ein. Kaffee und Feuerzeug. Ich tue mir jetzt da schwer. Vielleicht fällt euch was ein. Ihr dürft es natürlich jetzt auch gerne mal in den Kommentaren ergänzen, was ihr als Begrifflichkeit schreiben würdet, als Wort schreiben würdet mit der Zuordnung Kaffee und Feuerzeug. Schwierig. Oder was haben wir hier? Foto und Stein. Und da ein Begriff. Also durchaus ein bisschen knackiger. Ihr dürft natürlich nicht drehen, sagen, ich drehe das jetzt nochmal ein bisschen. Nein, die werden zufällig platziert. Und nach einer gewissen Zeit, da könnt ihr euch einfach verständigen, sobald es dann jeder gemacht hat. Dann habe ich ja quasi meine Tafel dann vor mir. Übrigens, kooperativ, es geht ja darum, viele Punkte zu machen. Es geht aber insbesondere darum, viel Spaß zu haben. Und dann habe ich meine 4 Begrifflichkeiten. Ui, ist das schwierig. Kaffee, Feuerzeug. Auf jeden Fall habe ich das alles vor mir notiert und dann nehme ich die Kärtchen einfach raus. So, die nehme ich jetzt vor mir. Und damit es ein bisschen schwieriger ist, nehme ich mir noch ein weiteres Kärtchen vom Stapel und nehme das zu mir. Ihr dürft, wenn ihr richtig gut seid, natürlich noch mehrere Kärtchen nehmen. Und diese Karten, die mischt ihr. Und jetzt fragt sich, wer anfängt. Wer will die Runde beginnen? Alle haben praktisch ihr Kleeblatt vor sich liegen und vor sich dann ablegen. Alles natürlich verdeckt. Ihr könnt es dann in die Mitte legen, dann spickt keiner versehentlich vielleicht drauf. Und dann würde ich sagen, komm, ich fange an. Und wie gesagt, immer an der einen oder anderen Stelle mache ich ein paar Bilder, dann seht ihr das auch. Das heißt, ich schiebe dieses Kleeblatt in die Mitte und die Begrifflichkeiten liegen daneben. Und ich bin ruhig für diese Runde und schmunzel, weil die Mitspieler versuchen, das jetzt richtig anzuordnen. Was passt denn? Was hat denn der Jörg gedacht? Was dann doch ein bisschen verrückt ist teilweise bei solchen Spielen, wenn man sowas mit mir spielt. Aber Aufgabe ist es, der Mitspieler gemeinsam, ihr spielt es gemeinsam, quasi wieder anzulegen. Und liegt alles richtig, dann schaue ich natürlich drauf und sage, yeah, das habt ihr super gemacht. Dafür gibt es nicht nur 4 Punkte, für jede Karte 1 Punkt, sondern gleich 2 Punkte dazu, 6 Bonuspunkte. Wenn er das gleich im ersten Versuch schafft. Ansonsten gibt es vielleicht einen zweiten Versuch. Natürlich schaue ich drauf und sage, die 2 Karten passen. Aber die anderen 2, die passen nicht. Und nehme die dann runter, um anzuzeigen, dass das falsch war. Und im zweiten Versuch wird geguckt, welche Karten dann richtig liegen. Dann gibt es für jedes Kärtchen noch einen Punkt. Und die Punkte, die könnt ihr dann einfach nehmen, weil das kann man sich dann eh bis Spielende ja nicht mehr merken. Und notiert einfach die Zahl. Vielleicht machen wir doch gleich die 6 Punkte.
die 6 Punkte notiert ihr gleich hinten drauf und legt das Kärtchen vor euch ab. Und dann ist quasi der Nächste dann dran, abhängig von der Spieleranzahl. Und Ziel ist es natürlich, wenn man nach Punkte spielt, möglichst viele Punkte zu erreichen. Das heißt, ihr rechnet am Schluss alle Kleeblätter, alle Punkte auf der Rückseite zusammen. Ihr könnt es dann auch notieren, ist auch eine kleine Übersicht dann hinterlegt und versucht natürlich in der nächsten Partie besser zu sein. Und das ist auch schon das ganze Spiel. Wieder so ein Spiel mit Wörterbilden, da gibt's doch schon so viele. Das dachte ich auch und hab gedacht, ich weiß nicht. Aber nachdem ich jetzt auch viele Bekannte drauf angesprochen haben und in diversen Gruppen immer gespielt wurde und ich war dann auch mit dabei und hab's auch jetzt sehr, sehr oft gespielt, muss ich wirklich sagen, ist cool. Das braucht sich vor den vorhin genannten Spielen, und es gibt ja bei weitem mehr, gar nicht verstecken. Das macht richtig Laune, das ist abendfüllend, je nachdem mit wem ihr es spielt, weil bei mir war es dann doch ein bisschen schwierig, das eine oder andere Wort oder Begriff zuzuordnen, je nachdem, welche Denkweise man hat, welche Wörter man hat. Und manchmal habe ich auch gesagt, ja Mensch Leute, dann sagt mir doch, was jetzt besser ist. Wenn ich das draufgeschrieben habe, mir ist halt einfach nichts anderes eingefallen. Und das könnt ihr mit Punkten spielen, aber in den meisten Fällen, wir haben es auch viel einfach aus Spaß gespielt. Ihr spielt einfach mehr Runden, habt Spaß an den Wörterbilden, an dem Zuordnen, an der Denkweise und könnt es natürlich mit mehreren Kärtchen ergänzen. Auch sehr variabel und jedes Mal komplett anders. Es ist angegeben für 3 bis 6 Personen. Ja, ihr könnt es auch quasi zu zweit spielen, aber in einer Runde mit mehr Personen macht es dann einfach mehr Spaß. Aber möglich ist es quasi, dass ihr einfach euch gegenseitig abcheckt, was die Kärtchen dann angeht, aber streng genommen ab 3 Personen und nach oben ist quasi abhängig von den Tableaus auch kein Ende gesetzt. Allerdings müsst ihr natürlich berücksichtigen, abhängig mit wie viel Personen ihr spielt, dass sich die Spielzeit natürlich nach oben zieht, ganz klar. Wenn ihr dazu 6 spielt, dann spielt ihr schon ein bisschen länger, da reicht die halbe Stunde nicht. Wir haben oftmals zu 4 und zu 5 haben wir gespielt, da hat es hingehauen, so 30, 40 Minuten, teilweise war es aber auch recht schnell fertig, das kann auch mal nur 15, 20 Minuten gehen, je nachdem wie flott ihr seid, die Begriffe zu schreiben und wie flott ihr seid an den Kärtchen, an dem Zuordnen. Und da steht eindeutig der Spaß im Vordergrund. Es ist ab 10 Jahre angegeben, ja, durchaus. Und Kinder mit meinen habe ich es auch schon gespielt. Je nach Begrifflichkeit muss man dann schauen, das eine oder andere ein bisschen schwieriger. Aber 10 Jahre steht auch so drauf, dann bleiben wir auch dabei. Das passt aus meiner Sicht, wenn die Kinder ein bisschen fit sein, vielleicht ab 9 Jahre, aber 10 Jahre, das auf jeden Fall. Und der Spaß steht natürlich im Vordergrund. Die Denkweise, wie man was zugeordnet hat und die Gelächter, das ist super. Aber da macht man sich jetzt, wie soll man sagen, man planiert sich quasi nicht, der Spaß steht im Vordergrund. Es ist einem jetzt nicht unangenehm in gewisser Form, weil man muss das selber überlegen, man spielt ja gemeinsam und da verliert man und gewinnt gemeinsam, beziehungsweise der Spaß im Vordergrund. Und selbst wenn ich manche Wörter dann drauf gehabt habe, dann muss ich über mich selber dann lachen. Ich habe gedacht, ja, hätte ich doch was anderes auswählen können. Was haben wir vorhin gehabt? Kaffee und Feuerzeug. Vielleicht fällt euch da eine schöne Kombination ein. Ihr dürft es natürlich gerne in die Kommentare ergänzen. Ansonsten, lohnenswertes Spiel. Tut mir leid. Ich habe gedacht, Just One Codenames, da stehen noch viel mehr in die Richtung. Alles ähnliche Spiele, aber auch dieses Spiel ist richtig cool gemacht. Und das müsst ihr euch einfach mal anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Probe zu spielen. So teuer ist es aber auch gar nicht. Ihr könnt es gerne holen über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja automatisch. Das Spiel von François Romain Repos. Ja, passt wieder. Super, super Idee im Vertrieb über Asmodee. Also wir hatten unseren Spaß und zwar bei weitem nicht die letzte Partie. Ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.